A következő előadásunkban egy másik területre utazunk, és azt fogjuk megvizsgálni a Katrin Winkler professzorasszony segítségével, hogy milyen kihívásokat és lehetőségeket jelent a keresztény nevelés számára az iszlám vallás jelenléte. Ahogy rektor úr bevezetőjében is hallhattuk, ez mindannyiunknak egy egyre aktuálisabb kérdés, és mivel a keresztény nevelés témakörében mozgunk, ezért azon is gyakran elgondolkodunk mostanában, hogy hogyan fogunk ezzel a témával találkozni, hogyan fogjuk ezeket a lehetőségeket használni, milyen kihívásokkal kell majd szembenéznünk. Úgyhogy most egy németországi példán keresztül hallhatunk pár gondolatot erről a Nürnbergi Evangélikus Főiskola professzorasszonyától. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Evangelisch-Lutherischen Theologischen Hochschule in Budapest. Ich bringe viele Grüße mit aus Nürnberg und ich habe keine Ahnung, wie viele von Ihnen mich auf Deutsch heute verstehen können. Ich bin heute in einer ganz anderen Situation. Ich habe eine Übersetzerin hier und es ist für mich sehr interessant, Ihren Thesen zu lauschen. Und jetzt darf ich auf Deutsch zu Ihnen reden und ich hoffe, Sie haben alle ein Papier, das die Übersetzung hat. Vielen Dank für Ihre Einladung und die Möglichkeit, im Rahmen Ihres akademischen Tages zu sprechen. Ich habe für meinen Kurzvortrag exemplarische Aspekte, die die gegenwärtige Situation des Religionsunterrichts herausfordern, aufgenommen. Natürlich können diese aufgrund der Kürze der Zeit nur angesprochen, aber nicht ausführlich umfassend angesprochen werden. In jedem Fall freue ich mich, mit Ihnen in die Fachdiskussion einzutreten. Überall in Europa wird nach Ansätzen, die einen Einbezug von Religion in das öffentliche Schulwesen ermöglichen, gesucht. Hintergrund für derartige europaweite Überlegungen ist die veränderte Diskussionslage. Die Bedeutung von Religion für das öffentliche Leben ist stark gestiegen. Die mögliche Bedrohung durch Fundamentalisten steht der Möglichkeit gegenüber, stärker auf den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen zuzugehen. Um diesen Dialog zu ermöglichen, werden in Europa vor allem die religionspädagogischen Wege zukunftsfähig sein, die die konfessionelle oder religiöse Identität im Blick haben, aber gleichzeitig den Diskurs und den Dialog als Zielperspektive fördern. Insofern sind die Erfahrungen, die in Deutschland mit dem islamischen Religionsunterricht, mit dem konfessionell kooperativen Religionsunterricht und mit dem Hamburger Modell Religionsunterricht für alle gemacht werden, für den weiteren Weg einer Einbindung von Religion und Religionsunterricht im öffentlichen Schulwesen von erheblicher Bedeutung. Die deutsche Gegenwartsdiskussion zum Religionsunterricht stellt sich momentan folgendermaßen dar. Das gesellschafts- und bildungspolitische Interesse am Religionsunterricht richtet sich gegenwärtig nicht so sehr auf das Phänomen Religion selbst, sondern vor allem auf die Frage, wie eine Begegnung religiös unterschiedlich gebundener Schülerinnen und Schüler sozialverträglich und demokratiefähig organisiert werden kann. Das politische Interesse am Religionsunterricht ist tendenziell nicht mehr allgemein anthropologisch oder kulturhistorisch gegründet, sondern gesellschaftspolitisch. Die Aufgabe einer schulisch verorteten Behandlung des Themas Religion besteht darin, Toleranz gegenüber Andersdenkenden sowie Dialogfähigkeit in religiösen Überzeugungen bei den Schülern und Schülerinnen auszubilden. Gleichzeitig, und das habe ich zumindest jetzt verstanden aus den vorherigen Vorträgen, kommt im Religionsunterricht die Aufgabe der Wertebildung und der Wertevermittlung zu. In den gesellschaftspolitischen Diskussionen zu dieser Frage wird allerdings nur selten wahrgenommen, dass sich, um den allseits gewünschten Toleranzeffekt zu erzielen, eine solche Begegnung nur in persönlich engagierten Erkundungsprozessen eigener und fremder Überzeugungen organisieren lässt. Wer wirklich religiös weltanschauliche Toleranz und Dialogfähigkeit bilden will, muss positionell verortete religiöse Bildungsprozesse organisieren. Dies kann
ein weltanschaulich neutraler Staat, wie er in Deutschland vorherrscht, jedoch nicht selbst tun. Das heißt, der Staat ist auf die Religionsgemeinschaften und ihre Lehrkräfte angewiesen, diese authentischen Begegnungen zu ermöglichen. Religionskräfte erhalten zunehmend die Aufgabe, Räume zu eröffnen, in denen Schülerinnen und Schüler ihre eigene religiöse Identität ausbilden und aber gleichzeitig fähig werden, andere religiöse Überzeugungen kennen und respektieren zu lernen. Dazu, halt nein, oder doch? Ja, okay. Dazu möchte ich im Folgenden den islamischen Religionsunterricht in Deutschland in den Blick nehmen. Bis in die späten 1970er Jahre reichen die Bemühungen und Ansätze zur Einrichtung eines islamischen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen zurück. Deutschland hat sich relativ spät als religiös wie kulturell plurales Land begriffen, das unumkehrbar durch die verschiedenen Migrationswellen dauerhaft geprägt ist und sich in diese Prägung auch im Schulsystem widerspiegelt. Anders als in ihrem Nachbarland Österreich, wo es schon seit Jahrzehnten einen fest institutionalisierten islamischen Religionsunterricht gibt, hat Deutschland erst in den letzten 10 Jahren verschiedene Modellversuche islamischen Religionsunterrichts gestartet. Inzwischen wird in den meisten westdeutschen Bundesländern mit verschiedenen Modellen Islamunterricht im Schulversuch erprobt. In Bayern werden in einem Modellversuch, und Sie hören immer wieder Modell, es ist nicht fest institutionalisiert, sondern immer wieder in verschiedenen Modellen, so auch in Bayern ist dieser Versuch um weitere 5 Jahre verlängert worden, nämlich dass Schüler und Schülerinnen islamischen Glaubens in staatlicher Verantwortung diesen Religionsunterricht erhalten und dies in rund 260 Schulen. Der Islamunterricht, und das ist auch eine Besonderheit im Vergleich zum christlichen Religionsunterricht, ist kein konfessioneller Religionsunterricht. Die Unterrichtsinhalte wurden von der Universität Erlangen-Nürnberg gemeinsam mit dem Bildungsministerium unter Einbindung von Eltern erarbeitet und basieren auf dem Fundament des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung. Der islamische Unterricht nach bayerischem Modell erfüllt mehrere pädagogische Funktionen. Er vermittelt einmal authentisches Wissen über Glaubensinhalte und unterstützt die jungen Menschen in der Persönlichkeitsbildung. Rund 11.500 Schülerinnen und Schüler besuchen den islamischen Religionsunterricht in Bayern, vorwiegend an Grund- und Mittelschulen, aber auch an 4 Realschulen und 2 Gymnasien. Sie merken daran aber auch, da es nur 4 Realschulen und 2 Gymnasien sind, merken Sie auch, dass Migration und Religion immer auch einen sehr stark soziokulturellen Hintergrund hat und insofern als in Deutschland Schüler mit Migrationshintergrund schlechtere Chancen haben, im Bildungssystem aufzusteigen als Kinder mit einem, sagen wir mal, sozial stärkeren Hintergrund. Als übergeordnetes Leitziel des Islamunterrichts gilt die Begegnung zwischen muslimischen Schülerinnen und Schülern und der Religionslehre des Islam so zu arrangieren, dass für sie eine freie individuelle Orientierung und Glaubensentscheidung möglich ist und sie notwendige Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt und diese geschult werden. Als wesentliches hermeneutisches Leitprinzip gilt auch für den Islamunterricht. Und dass dieser Text, der jetzt kommt, ist einer, sagen wir mal, der wichtigsten Voraussetzungen auch für den Islamunterricht in Bayern, aber ich würde sagen grundsätzlich auch für Deutschland. Aussagen des Korans sollen zuerst in ihrem historischen Bezug gesehen werden. Das wortwörtliche Schriftverständnis tritt in der heutigen Koranhermeneutik als theologischer Disziplin gegenüber dem sinnerschließenden und dem an der Situation und dem Werteverständnis orientierten Schriftverständnis in den Hintergrund. Chancen? Islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache im Sinne des Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration muslimischer Schüler und Schülerinnen und ihrer Eltern in die Gesellschaft,
Die bisherigen Ergebnisse der Schulversuche sind äußerst positiv, weshalb alle diese Modellversuche auch verlängert worden sind. Probleme? Neben dem geringen Organisationsgrad des Islam, Sie wissen alle, es gibt keine kirchlichen Institutionen oder Organisationen. Der Islam organisiert sich über Moscheegemeinden, von daher ist der Organisationsgrad relativ gering. Steht in Deutschland die konfessionelle und natürlich auch die ethnische bzw. sprachliche Abgrenzung der Muslime untereinander einem einheitlichen Islamunterricht entgegen. Dies erschwert natürlich auch die Suche der Kultusministerien nach einem sogenannten Ansprechpartner. Wer könnte das sein, die eine maßgebliche Anzahl der muslimischen Gläubigen innerhalb eines Landes vertreten sollen? Vielleicht für Sie interessant, in Deutschland gibt es ungefähr seit 5 Jahren an den Universitäten in Tübingen, Münster, Erlangen, Osnabrück, an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten in Frankfurt die Möglichkeit, islamische Religionspädagogik innerhalb eines Lehramtsstudiums zu studieren. Und seit 2011 gibt es ebenfalls in Weingarten das Erweiterungsstudium alevitische Religionspädagogik und in Hamburg seit 2014 einen Lehrstuhl für alevitische Theologie mit Lehramtsausbildung. Das heißt, Deutschland versucht, den konfessionellen Unterschieden des Islams gerecht zu werden und versucht, innerhalb der Lehramtsausbildung, so wie ich das auch von Esther verstanden habe, zu versuchen, Wege zu finden, wie der Islam gelehrt werden kann innerhalb der Universitäten und dann auf die religiöse Bildung übertragen, auch an den Schulen. Ich möchte Ihnen jetzt eine Besonderheit vorstellen, nämlich den Religionsunterricht für alle, ein sogenannter interreligiöser Religionsunterricht, der es aber offiziell noch nicht ist. Der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Deutschland ist seinem Wesen nach eine staatliche Veranstaltung, wie jedes andere Unterrichtsfach auch. Dies gilt unabhängig davon, für welche der Konfessionen der Religionsunterricht eingerichtet wird. Er ist ordentliches Lehrfach in staatlicher Verantwortung, das heißt nach staatlichen Lehrplänen, ganz entscheidend in deutscher Sprache und grundsätzlich durch staatliche Lehrkräfte erteilt. All dies muss auch für den Islamunterricht gelten. Voraussetzung für das Angebot ist die Einhaltung der Mindestgruppe von 8 Schülerinnen und Schülern, die der jeweiligen Religionsgemeinschaft angehören. Aufgrund der aktuellen multireligiösen Situation in Deutschland gibt es verschiedene Überlegungen, wie religiöse Bildung in der Schule nicht nur konfessionell, sondern eben auch interreligiös gestaltet werden kann. Und dabei steht eben der dialogische Religionsunterricht in Hamburg, RU für alle, besonders im Fokus. Was steht dahinter? Bereits in den 1990er Jahren hatte die Nordelbische Kirche begonnen, Gespräche mit der Stadt und Vertreterinnen anderer Religionen aufzunehmen. Und die Idee dahinter war zumindest die Vorstellung, dass eine religiöse Identität zunächst durch Beheimatungshandlungen in einem religiös homogenen Umfeld gestiftet werden müsse, bevor eine Begegnung mit anderen Weltanschauungen gelingen könnte, wurde nicht nur als empirisch, nicht nachweisbar, sondern als widerlegt verabschiedet. Auf der Basis dieser Gespräche hat sich in Hamburg der sogenannte Religionsunterricht für alle in evangelischer Verantwortung entwickelt. Und Sie sehen jetzt auch noch unten in Ihrem Text, soweit es Ihnen vorliegt, dass es einen aktuellen Rahmenplan gibt für diesen Religionsunterricht für alle. Er wird im Moment noch in evangelischer Verantwortung unterrichtet. Das heißt, evangelische Religionslehrer unterrichten ihn und laden Lehrer und Lehrerinnen anderer Religionen ein. Für das kommende Jahr ist geplant, dass nicht nur die evangelischen Lehrkräfte diesen Unterricht halten, sondern eben auch islamische, alevitische und auch jüdische Religionslehrer. Also das heißt, wir sind da im Moment auch in einer Veränderung des Religionsunterrichts in Deutschland. Es bleibt spannend, welche Wirkung diese Form des interreligiösen Religionsunterrichts in Hamburg auf die weitere Entwicklung des Religionsunterrichts in Deutschland haben wird. In einem letzten Punkt
möchte ich Sie noch auf folgende Entwicklungen hinweisen, die in Deutschland gegenwärtig intensiv diskutiert wird. Wir stehen vor der Herausforderung, unbegleitete Flüchtlingskinder in deutschen Schulen aufzunehmen. Und die Frage ist, wie kann diesen Schülern und Schülerinnen Religionsunterricht erteilt werden, beziehungsweise wie können sie Religion als eine gewisse Ressource wahrnehmen können? Wie Ihnen sicherlich durch die letzten Entwicklungen im letzten Jahr vor Augen steht, ist natürlich, dass Flucht und Vertreibung Schüler und Schülerinnen traumatisieren, im besonderen Maße natürlich Kinder und Jugendliche. 51% der vielen Menschen, die im Moment auf der Flucht sind, sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Erfahrungen und Erlebnisse, die Kinder im Krieg und auf der Flucht machen, hinterlassen in ihrer Seele tiefe Verletzungen, Angstzustände, Depressionen sowie jahrelange psychosomatische Leiden. Viele der Flüchtlingskinder, die ab diesem Schuljahr in Deutschland eingeschult worden sind, bringen genau diese Verluste und Traumata mit. In diesem Zusammenhang kommt dem Aspekt Religion als Ressource eine besondere Rolle zu. Aus aktuellen empirischen Untersuchungen ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung Religion als sogenannte portable Heimat, also Heimat, die ich mitnehmen kann, dass sie die so verstehen. In Interviews geben Flüchtlingskinder an, dass Religion eine Insel im Meer der Fremde sein kann. Sie bietet Halt und Sicherheit. Andere berichten davon, dass Religion eine deutlich größere Rolle in ihrem Leben spielt als vorher, weil sie Zugehörigkeit und Gemeinschaft vermittelt. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, wird aber auch deutlich, dass durch die Flucht ein hohes Maß an Identitätsverlust stattfindet. Manche Flüchtlinge distanzieren sich auch von ihrer Religion, weil sie nämlich zum Beispiel Grund oder Ursache für die Flucht ist. Ebenso ist auch bekannt, dass in Wohngruppen von jugendlichen Flüchtlingen eine Art religiöses Mobbing stattfindet. Dies gilt es auch wahrzunehmen, wenn Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in die Schule kommen. Erkennbar ist, Religion spielt eine wichtige Rolle. Religion kann auch als Schutzfaktor dienen, der eine Stärkung der Resilienz zur Folge hat. Resilienz meint dabei die Widerstandskraft, mit schwierigen oder belastenden Situationen umzugehen und den Blick auf eigene Kompetenzen und Ressourcen zu lenken. Es gehört zu den wichtigsten Forschungsbefunden, dass das Erleben von Sinn und Sicherheit Halt und Schutz bietet, gerade in Krisensituationen. Und durch dieses schulische Angebot religiöser Bildung können Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen einen neuen Zugang gewinnen zu ihrer möglichen neuen Identität. Sie können möglicherweise ihre Lebenssituation besser bewältigen. Religion kann dazu beitragen, dass die Aufnahme religiöser wie kultureller Fragen stattfindet, dass sie eine Teilhabe ermöglicht, religiöse Formen und Kommunikation zu erleben. Der Religionsunterricht, so zumindest wird es im Moment in Deutschland diskutiert, übernimmt auf diese Weise bewusst Mitverantwortung für die Gestaltung der Schule und der in ihr gelebten Beziehungen zwischen Kindern und Jugendlichen und natürlich den Lehrern und Lehrerinnen mit unterschiedlichen Biografien und Religionszugehörigkeiten. Religiöse Bildung kann dabei gegenseitige Anerkennung fördern und sich in der Schule als ein Lernfeld erweisen, in dem die verschiedenen Lebenserfahrungen von Kindern und Jugendlichen Raum finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.